Waldeen, 1961 bis 2017, OB, Sänger von Sanctuary und Nevermore, ist tot. Der in Washington geborene Musiker sei am heutigen 13. Dezember verstorben, wie das Label Century Media Records via Facebook bestätigt. Aus Respekt zu seiner Familie, zu seinen Kollegen und seinen Freunden wolle man ein offizielles Statement allerdings erst später abgeben. Das Metalportal Blabbermaus.net berichtet unterdessen, dass der Sänger in Sao Paulo in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem Herzinfarkt gestorben sei und bezieht sich auf die brasilianische Website UOL. Der Gitarrist Johnny Moraes sei demnach dabei gewesen, als es Waldeen offenbar gegen Mitternacht plötzlich schlechter ging. Er habe sofort, nachdem der Sänger zusammengebrochen sei, einen Krankenwagen gerufen und zu einer Herzdruckmassage angesetzt. Obwohl die Sanitäter schnell vor Ort gewesen sein sollen, hätten sie nur noch den Tod Dins feststellen können. Wie es weiter heißt, habe Din angeblich an Diabetes gelitten und Alkoholprobleme gehabt. Kurz vor seinem Tod sei es nicht gut um die Gesundheit des Sängers bestellt gewesen. Din sei in Brasilien gewesen, um dort an seinem zweiten Soloalbum zu arbeiten. Die Arbeit an dem Longplayer sei fast abgeschlossen gewesen. Spot on News.